So, das heißt, wohin? Keine Ahnung. Hallo Leute! Falls ihr mich nicht mehr Wo geht's wiedererkennt, hin? ich bin der Ronny. Und das da hinter mir ist der Dirk. Und ja, wir sind in Division 2. Hallo, Dirk, süße Schnute. Hallo? Sehe wieder hübsch aus, ne? Ja, total sexy. Du sollst ja auch mal ein bisschen Freizeitklamotten anlegen. Nee, ich zieh keine kurzen Sachen an. So, also, was soll ich sagen? Also, wir sind hier am Gangs of New York quasi frisch erobert, gekauft und ich dachte mir, ja, wenn wir in Urlaub fahren in New York, ziehe ich mir auch ein bisschen mal so ein sportliches Outfit an. Habe ich auch sportliche Sachen. Yep, das ist weniger auffällig, aber auch sportlich. Da hast du recht. Kurze Sachen habe ich an, das ist ja kurzes Oberteil. Ja, genau. So, also bei mir steht nur, dass ich mit dem Quartiermeister sprechen soll. Keine Ahnung. Ah, jetzt kommt ein Das Video. ändert alles. Jetzt Naja, kommt ein das wird es. Video. Jetzt kommt ein Video und es Wenn wir ändert genügend alles. Virustatiker herstellen wollen, um was zu bewirken und garantieren wollen, dass sie effektiv und sicher sind, brauchen wir jemanden, der sich auskennt und den gesamten Prozess überwacht. Wir Ich sollten dachte, den nichts hätten wir riskieren. schon. Aber das kann bis morgen warten. Heute feiern Heute? wir ihren Sieg. Schon Das war wieder? was Besonderes. Okay, irgendwas mit Sieg feiern, hat sie jetzt gesagt. Keine Ahnung, was sie mir damit mitteilen wollte. Willst du den Sieg feiern? Ah, eine Maske. Einsatz abgeschlossen. Steht jetzt bei mir. Muss ich jetzt nicht. Sie besuchen was? Operationsbasis. Ne, hab ich doch. Warum komme ich jetzt nicht mehr raus? Hallo? Ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. Ja, ich weiß, ich komme gerade. Ich könnte dir vielleicht sagen, wenn ich aus der Map rauskomme. Ah, jetzt komme ich wieder raus. Doch, bin wieder da. Dann gehe ich mal in die Map rein, so. Nur weil du es bist. Das steht was von Kinofahndung. Ist das was, wir machen müssen? Wir müssen zu dem komischen Kopf laufen da. Also Kinofahndung. Was du da angeklickt hast. Okay. Und dann kann man mit den, glaube ich, mit den Typen reden und dann fliegt man da rüber. Ich habe das zwar, na, ich spiele das, glaube ich, das erste Mal spiele. Also daher weiß ich nicht, wo es hingeht. Du spielst das gerade, glaubst du, zum ersten Mal, hast du gerade gesagt, Nein, richtig? ich spiele das immer so, als ob ich es zum ersten Mal spiele. Ja, und deswegen Also bist du schon direkt an der richtigen Stelle, ne? nein, ich suche auch mal. Ich finde es nicht. Wo ist es? Dirk, das ist albern. Also mach weiter. Hast du eigentlich schon gesehen, was für eine Mütze ich anhab? Ja, habe Cool, ich ne? gesehen. Eine Division-Mütze. Ich dachte, wenn, dann mache ich auch mal richtig hier einen auf dicke Sind Hose. witzig. Sind Sie bereit für New York? Nein. Hey, du bist weg. Ja, er hat mich gefragt, ob ich bereit für New York bin. Da habe ich gesagt, nein, und er hat mich trotzdem mitgenommen. In den Hubschrauber, wo der Rotor nicht richtig funktioniert. Okay, muss ich jetzt auch dahin? Ich vermute, wenn du jetzt nicht mitgeflogen bist, denke ich mal, dann musst du für dich allein dahin. Vielleicht muss ich das erste Stück mal schnell alleine spielen. Wie du auch wahrscheinlich. Ja, vielleicht treffen wir uns da auch wieder. Kann sein. Wir vermuten einen gezielten Angriff. Isaac meldet eine unbekannte biologische Verbindung. Sie wird äußerst schnell und ist tödlich. Ja, dann So ist etwas klar. haben wir noch nie gesehen. New York hat Agents von der gesamten Ostküste angefordert. Hast du Sie ein brauchen Video? Hilfe. Ja, ich habe ein Video. Merkt mal, weil ich so still bin, ne? Da funktioniert sogar der Motor. Agent Lau, wir müssen sofort landen. Hören Sie? Das sieht nicht gut aus. Nee, das Lau, Boot hören Sie ist mich? roter.
Wieso, die sieht doch gut aus. Ja, ich weiß nicht. Ich habe da so ein bisschen Störungen im Video. Echt? Mhm. Ah, wir spielen jetzt Resident Evil, ne? Das ist doch die Szene hier aus Resident Evil, dem Film Nummer 3, glaube ich. Oder 4. Ich weiß nicht, es sind so viele. Oh nein! Wir landen. Ja, ich lande auch gerade. Ist ja praktisch. Ich glaube, wir müssen wie beim Anfang auch wieder ein Tutorial kurz noch spielen. Weil ich habe die Gruppe verlassen. Warum muss ich ein Tutorial alleine spielen? Ich weiß doch, dass ich alle umbringen muss. Ich bitte um sofortige Verstärkung bei der City Hall. Hier ist Kerzo. Wir sind unterwegs. Aha. Zum Freischalten weitere Fortschritte machen. Aha, ich darf also nicht im Multiplayer sein. Mhm. Los! Ja, wahrscheinlich musst du jetzt wieder so ein dummes Tutorial durchspielen. Ich habe ein paar Überlebende gerettet, aber es sind noch Menschen im Gebäude. Vorsicht, sie haben eine Biowaffe. Tragen Sie Ihre Masken, verstanden? Kommen Dann gucken wir eher durch. Wir müssen darauf. Ist dein Video zu Ende? Ein Video ist zu Ende, ja, ich lauf. Oh, die komische Information. Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Ja, die läuft, die Bekloppte läuft hier irgendwie ohne Deckung rum. Ja, weil ich witzig bin, die sagt, ich glaube, wir gehen so aufs Dach rein und ich bin schon oben. Stufenaufstieg! Echt? Hast du schon? Ja, ich krieg einen Bekleidungsschlüssel. Ich muss jetzt übers Dach rein, hat ja, sie mir gesagt. Aber ich war schon vorher da. Ja, du rufst ja auch, was kommt. Du tust ja wieder nicht so, als ob du es noch nie gesehen hast. Doch, sind immer so schnell. Unbekannte biologische Verbindung entdeckt. Irgendeine unbekannte biologische Verbindung. Ich glaube, dieses Mädel ist die unbekannte biologische Verbindung. Mal ganz ehrlich, die ist doch nicht normal. Ich? Ja, die war noch nicht mit mir ins Bett. Das ist nicht normal. Oh, jetzt geht es auch noch gehockt da rein, als wenn es irgendwie Gefahren geben würde. Oh, wie langweilig. Der macht dir Angst. Kommen Sie! Ach, wenn du World War Z überlebt hast, dann überlebst du sowas doch hier locker. 2, 3 Gegner, was soll das denn schon? Interessant wird es erst bei 200. Wir sind bei der City Hall. Ich helfe den Überlebenden. Die Haven-Siedlung schickt Sanitäter. Sichern Sie den gesamten Bereich, bevor Sie eintreffen. Keller sichern. Aha. Agent, geben Sie uns Feuerschutz. Ich schaffe die Leute raus. Keller. Versichern. Den Keller soll versichert werden, genau. Weiß nicht warum. Ach ja, Steuerung war hier springen. Darum muss ich mich erst wieder gewöhnen. Ich vertue mich immer, ich kletter dann immer irgendwo drüber. Da will ich mich irgendwo verstecken und dann kletter ich irgendwo drüber. Ja, es ist total Umstellung wieder. Oh, eine hübsche Leiche. Mhm. Was macht die denn da? Gregor sagt, wenn du leben willst, behalt die Maske auf. Naja, schon wieder Gegner, was soll ich sagen? Balli, fang!
welche Gegner. Danke, Bali. Da war noch einer. Verdammt. Aber was hast du denn? Welche Zusätze hast du denn dabei? Weiß ich gar nicht. Versuchen Sie, die Bänder zu beschaffen. Ich habe wie immer meine Gatling dabei. Meine Nein, das ist das MG bei Q und E. Ach so, wie immer Drohne und Kügelchen. Die Best Kombi quasi. Für mich zumindest. Ich habe Stand MG und Kugel dabei. Nee, du hast der Junge immer mit dem Stand MG. Ich habe Stand MG und Kugel. Ja, du hast immer Stand MG und Kugel, genau. Du musst jetzt einen Film runterladen. Wie? Einen Film runterladen. Ich glaube, jetzt kommt YouPorn. Aha, da werden einer wird die Beine weggezogen, der andere ist hier nicht umgedreht. Irgendwie Gesichtserkennung läuft jetzt. Analyse beendet. Javier Kajika, James Dragoff, Theo Parnell, Vivian Conley. Status abtrünnig. Abtrünnige. Hast du die Abtrünnigen gesehen? Ja. Ich glaube, die wollen Schnitzel haben. Analyse beendet. Also ich habe gemerkt, wenn du Status auf die Kanister abtrünnig schießt oder so, das bringt echt viel. Auf Feuer und sowas. Ach so, ja. Also ich fand beim ersten Teil hat das nicht so viel gebracht. Ja, Kügelchen hat glaube ich eben irgendetwas zum Explodieren gebracht und da war direkt die Gruppe hin. Komplett. Bis auf einen. Die Sanitäter sind da. Der hat sich verkügelt. Sie bergen die Überlebenden. Arschloch. Wir hat sich verkügelt? Ja. Arschloch. Wir haben viel zu besprechen. Aber kann ja nicht alles kriegen. Doch, eigentlich finde ich schon. Also nicht, dass ich jetzt hier schon wieder für World War Z hier Werbung machen möchte, ja, aber ne, wenn man mal sehen will, wie man richtig mit Massen klarkommt, ne, dann sollte man Dirk und mir mal bei World War Z zuschauen. Das sind Massen. Massen! Ich möchte auch nicht ich sein. Wo steht der? Ah, da! Oh, ich muss jetzt zu dem, Besiedlung. Wie löst man nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten aus? V. V? V. Aus dem orangen Bereich raus läuft die Zeit ab. Doof. Das heißt, du kannst nicht zum Laufen, du musst dazwischen bleiben. Ich bin noch immer in irgendeinem Tunnel und bin hier am Plündern. Oh, irgendeine Liste. Da kommen Gegner. Ich brauche sie hier oben. Das ist schön, dass du mich brauchst, Alde. So, jetzt bin ich wieder draußen. Kügelchen hat wieder alle getötet. Agent Blau hat uns die Koordinaten verhindert. Aha, jetzt kriege ich eine Siedlung. Haven heißt die. Ja, da muss ich auch gerade hin. Und ich denke, wenn wir mal in der Siedlung sind,
können wir wieder zusammenspielen. Ja, denke ich auch. War ja beim letzten Mal auch, beim ersten und beim zweiten Teil war das ja auch so. Ja. Aha, Dekontaminierungszone Lower Manhattan. Sieht ziemlich runtergekommen aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, da bin ich mal zum Suchen aus dem orangen Bereich rausgelaufen. Sie hatten sicher schon eine Vorstellung. Dann läuft die Zeit ab. Sie denken, dass der perfekte Sturm wird. Bist du tot? Ja, weiß ich nicht, was passiert, ist vorher rausgelaufen. Naja, hier sind auf jeden Fall jede Menge Leichen. Sieht aus wie, eigentlich wie World War Z. Ne? Da fühle ich mich sehr stark gerade daran erinnert. Also ich finde, jeder, der gerade zuschaut, sollte auch mal uns bei World War Z zuschauen. Machst du gerade Werb? Nein, ich wollte nur mal darauf hinweisen, für alle Interessierte da draußen. Nein, Werbung würde ich das nicht nennen. Ich würde sagen, ein Hinweis unter Freunden. Okay. Zielen Sie auf die Tanks. Das sollte Sie aufhalten. Ich würde eher sagen, Kügelchen wird sie schon aufhalten. Na, diesmal haben wir aber doch ein paar überlebt. Das hat mich nicht umgebracht, weil ich Rüstung anhabe, du Jeck. Super. Schön, dass ich jetzt gerade nachladen muss. Wir müssen weiter. Ich glaube, wir können uns gleich treffen. Habe ich ziemlich abgefahrene Dinge über die Cleaners gehört. Sie glauben offenbar, dass sie die Stadt nur retten können, wenn sie alles verbrennen, was kontaminiert ist. Richtig. Zu glauben, dass das mal ganz normale Menschen waren. Das sind ganz normale Menschen. Einfach. Es sind ganz normale Menschen mit einem extremen Reinlichkeitsbedürfnis. Genau. Und ich weiß auch nicht, warum man sich da so anstellen muss. Ah, Plünderkiste. Pistole gefunden, eine grüne. Eine hellgrüne. Also es gibt jetzt hellgrün, habe ich jetzt schon mal daraus messerscharf analysiert. Ja, hellgrün gibt's. Dunkelgrün sind ja die Spezialsachen. Mhm. Dann gibt's Türkis. Blau. Blau ist quasi also zuerst kommt grün, also das hellgrün, dann kommt das Blau, dann kommt Lila und dann kommt das Gelbe, dann kommt das Grüne, glaube ich, so in der Reihenfolge. Ja. Haut ab! Wie quasi auch ganz am Anfang. Ihr seid hier nicht willkommen. Und dann gibt es ja noch das komische Orange. Das endet nie gut für okay. Uns. Die speziellen Sachen. Haut ab! Die wollen uns nicht reinlassen. Soll ich sie abschießen? Ja. Achso. Dann bist du ja auch direkt bei mir. Na gut. Das ist Haven. Diese Siedlung wurde vor einigen Monaten von Ex-JTF und zivilen Freiwilligen gegründet. Sie nennen sich Peacekeeper. Das ist der sicherste Ort in Lower Manhattan. Sie haben Security, Nahrung, Nachschub, einfach alles. Allein die Tatsache, dass sie nicht von den Rikers oder Cleaners überrannt wurden, ist beeindruckend. Agent. Ihre Begeisterung für die Division hält sich in Grenzen. Wir müssen sie überzeugen, uns bei der Jagd auf Kina zu helfen. Wir treffen uns in Rhodes Büro. Er mag mich nicht. Es gab Differenzen. Hoffentlich können wir dort bleiben. Ich darf hier keinen abknallen, Dirk. Mich? Nee. Gehen Sie. Ich sehe nach den Überlebenden. Ich muss in irgendein Büro reingehen, ich will aber nicht. Hast du Angst? Ich habe ein bisschen Angst, ja. Matze ist auch in Division 2. Ich sehe es.
Er freut sich. Verdammt! Die Division hatte ihre Chance. Mhm. Wir müssen uns neu formieren. Aber sicher nicht hier. Und was, wenn Haven Kinas nächstes Ziel ist? Soll das ein Witz sein? Sie machen uns zum Ziel. Wir können sie schützen. Na, vielen Dank. Wie in Hell's Kitchen. Ich fall nicht nochmal auf die Scheiße rein. Wir kämpfen hier denselben Kampf. Der sieht ja so aus wie der Typ aus Ghost Recon. Aber unsere Lage ist nur halt eine Brille besser als damals in und Litauen. Mehr Muskeln. Die Leute ist wahrscheinlich der weniger intelligente, aber dafür sportliche Bruder. Das kann sein. Die Lage hier mag uns jetzt sicherer erscheinen. Aber das war der eben die Drohnen hatte. Aber dieses Gefühl kann genauso gut trügerisch sein. Ah, dann? Es wird rau da draußen, Paul. Also der sieht recht aber doof aus. Du entscheidest. Jo. Erinnert mich ein bisschen an Data von Enterprise, ne? Tut, was nötig ist. Vielleicht ist es ja Doktor zu. Kriegen. Dann müsst ihr hier raus. Ihr alle. Naja, der wird uns schon noch dankbar sein. Ungefähr in... Kina ist unser Hauptziel. Aber keiner weiß, nach 50 Folgen. Der Dreckskerl versteckt sich irgendwo und plant seinen nächsten Zug. Oh, dank der Aufnahmen aus Zug, der City hier. Hall haben wir eine Spur zu den anderen vier abtrünnigen Agents. Theo Purnell, Tech-Spezialist und Verschwörungsexperte. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt, aber er muss etwas mit den Überwachungsdrohnen zu tun haben, die wir ich verfolgen. Jetzt. Eine von ihnen wurde am Civic Center abgeschossen. Sie müssen sie für uns bergen. Vielleicht finden wir ihn ja über die Metadaten. Vivian Conley, Expertin für Sprengstoff und in der Führungsebene der Cleaners. Wir erhalten Berichte über immer aggressivere Cleaners-Angriffe in Two Bridges. Melden Sie sich dort bei den Peacekeepern. Die behalten Sie im Auge. James Dragoff, Experte für schwere Waffen und Anführer der Rikers hier in Lower Manhattan. Er steckt in einer befestigten Anlage in der Wall Street. Ein paar Agents suchen schon länger nach einer Schwachstelle. Im lokalen Safehouse erhalten Sie mehr Infos. Javier Kajika, Experte für taktische Einsätze. Javier. Er ist ein Geist, aber mit beachtenswerter Handschrift. Wir wissen von mehreren überfallenen Patrouillen in Battery Park. Wir sind sicher, es war Kajika. Am besten verfolgen Kajika. Wir seine Spur und sehen, wohin sie führt. Verlieren wir keine Zeit. Die Verfolgung jedes dieser Ziele. Und wenn wir Zeit verlieren, dann sollten wir sie jetzt verlieren. In der Zwischenzeit unterstützen wir sie von Haven aus, so gut es geht. Viel Glück, Agent. Okay, die neue Karte. The new card. The new card. Neue Spuren. Brooklyn Bridge, Wolkenkratzer unter Quarantäne. National Bank irgendwas. National Bond Bank. Brooklyn Bridge und abgestürzte Drohne. Okay. Jetzt ist die berühmte Frage. Ich habe mal Escape gedrückt. Ja. Hast du? So, ich kann noch mit Faye reden. Hier gibt es noch eine Spezialisierung. Da kann ich Rhodes treffen. Wo bist du denn? Ja, du musst mich wieder einladen. Da kann ich das hier drinnen oder muss ich erst raus? Ich gehe davon aus, dass du es auch hier drinnen kannst. Okay, dann gehen wir mal davon aus. Gruppe einladen. Da. Doch, jetzt müsste ich bei dir sein. Ein Agent aus ihrem Clan hat sich ihrem Team nicht? Angeschlossen. Ja, doch. Ein Agent aus ihrem Clan hat sich ihrem Team angeschlossen, sagt er. Ich glaube, er will damit sagen, dass wir intim sind. Das kann sein. Jetzt gucken wir mal, ob wir alles gekriegt haben. Ich rede schon mal mit der Faye hier. Mit der Faye Donovan. Was glaubt Rhodes eigentlich, was hier los ist? Das ist Krieg. Ist sie irgendwie Kina fetter geworden? Hat es auf uns abgesehen. Das kann sein. In die Faye, die war doch bis endlich so fett. Fortschritte zu machen, stehen wir wieder hier und streiten rum. Mir reicht's. Wollen wir die Pfahl jetzt nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Dieser Dreckskerl muss sterben. Ich meine, sie hat eine Augenklappe. Ich finde das sehr unsexy. Was wir dafür tun oder mit wem wir uns dafür verbinden müssen. Scheint auch keine große Oberweite zu haben. Und wie gesagt, sie scheint fett geworden zu sein. Komisch, wir sind in Krieg und sie ist fett geworden. Es ist nicht ihre Schuld. Dieser Friede war hart erkämpft. Und wir haben ihn verspielt.
Wir werden ihn kriegen. Das müssen wir. Ja, müssen wir. Generell, weil wir einfach blutdurstig sind. Ah, da kann ich mir ein Spezialierungsdings da. Okay, und jetzt kann ich mit Rhodes noch. Ach, hallo. Ach, der macht die Drohnen und so weiter, macht der. Okay, alles klar. Was noch? Tja, dann, was gehen wir zuerst an? Da müssen wir mal gucken. Also wir haben ja Wolkenkratzer unter Quarantäne, abgestürzte Drohne, Brooklyn Bridge und National Bond Bank. Ja, ist egal, wir müssen so alles spielen. Ja, ja, letztendlich, ne? Gut, dann wäre ich rein von der Lokalität her, wäre ich für die Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge? Ja, eindeutig. Laut Rose haben die Peacekeeper in den letzten Tagen viele Cleaners in Two Bridges. Ja. Laut Rose haben die Peacekeeper in den letzten Tagen viele Cleaners in Two Bridges gesehen. Das ist vielleicht die beste Chance, die wir noch gar nicht reingeguckt. Etwas über Conley zu erfahren. Wie war das nochmal? Sie ist viel mit den Cleaners unterwegs. Wenn wir sie ein wenig aufscheuchen, müssten wir ihre Spur finden. Ah, ist ein bisschen übersichtlicher geworden. Das finde ich gut. Der Rucksack bringt mir plus 27. Ah, das ist ja richtig gut. Das ist ja wirklich schön geworden. Das ist ja richtig übersichtlich. Du siehst ja direkt quasi, was verbessert wird. Das finde ich gut. Okay. Ich habe einen Behälter. Müsste ich den nicht öffnen? Ja, kannst du. Ja, da sind zwei blaue Sachen drin. Ah, so war's. Nochmal eine blaue Sache. Nochmal eine blaue Sache. Und nochmal eine blaue Sache. So, Ressourcen. Was kann ich da machen? Ah, alles eine Nummer übersichtlicher geworden, finde ich. Gut. Aha, das da unten, das sind die neuen Sachen. Die sind zwar Level 31, aber nicht wirklich besser, ne? Sonst wäre sie ja nicht so weit unten. Ich würde auch erstmal warten, glaube ich. Ja, aber ich habe so schön so eine grüne Kombi momentan an. Die würde ich nur ungern für nur Halbseiten bessere Sachen opfern. Ja, ja. Ah, der Mattes ist zu uns gekommen. Hi, Mattes. Hello. Hello. Wolltest du nicht bei Danilo und Dennis joinen? Weder noch. Weder noch. Das... Okay, also nein. Wolltest du bei uns joinen? Erstmal nicht. Also auch nein. Gut. Wolltest du beim Dirk joinen? Du kleine Sau. Aha, da zögert er. Mhm. Ist die M1 eigentlich eine Gatling? Nein, ne? Und sieht aus wie eine. Ja, ist eine. Nee, ist keine. So, okay. Alles durchgeguckt. Ja. Und ich bin schon wieder voll. Das ist ja schön, dass ich direkt voll bin. Ja, ich habe ja noch gar nichts verkaufen können. Ich bin ja noch gar nicht dazu gekommen. Ja, dann mach doch schnell. Wo kann man denn hier verkaufen? Den Trottel hier in der Ecke? Nee, kann man nicht verkaufen. Kann man denn hier verkaufen? Wo ist hier ein Shop? Ich gehe mal auf die Karte gucken. So, da ist der Shop. Jetzt kommt hier der Multi-Auto-Mailer.
Ich gehe mal zum Shop. Der ist nämlich nicht hier, der ist irgendwie nebenan. Na, da ist das Lager. Verkaufen, kaufen. Sehr schön. Hallo, haben Sie etwas anzubieten? So. Das ist 31, 31, 31. Ach so, das ist das. So, 31, 31, 31, 33. Boah, muss ich echt hier nochmal wieder reindenken. So, alle gelben Sachen kann ich verkaufen, sagtest du, ne? Ja, dann Jo meint, du kannst sie auch kaputt machen. Und wenn ich die dafür aber nichts mehr kriege, kann ich sie verkaufen. So, genau, so hat er das irgendwie... Irgendwie so hat er es formuliert. Okay, dann mache ich mal die Folge Schluss, weil ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Das ist, glaube ich, langweilig, wenn ich hier jetzt hier anfange zu verkaufen, Bekloppter. Ja. Und von daher danke ich euch fürs Zusehen. Schaltet dann morgen wieder ein, dann gibt's die nächste Folge und wir gehen die erste Mission an. Bis dann, tschüss. Tschüssi.